So, fortfahren. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben unseren coolen Spidey, oh genau, wir haben unseren coolen Spidey-Anzug bekommen. Oh! Oh! Wenn man vorher Switch gespielt hat, ist das so. Hui! Okay. Und es geht wieder los. Eine Katastrophe in unserer Stadt. Zum Warm werden erstmal ein paar nervige Aktivitäten hier. Schüsse inmitten der Rush-Hour. Gottlob gab es keine Toten, aber man hat nicht immer so. Tios Bodega wurde wohl ausgeraubt. Ich hoffe, ich kann helfen. So. Und das Spiel könnte noch flüssiger sein, Chat, ne? Ich meine, im Stream kriegt ihr davon, glaube ich, eh nicht viel mit. Wir spielen ja nur auf dem Optik-Modus. Wir spielen ja, damit es auf 4K hübsch aussieht. Underground-Kiste? Ich bin ehrlich, Tini, ich hätte mir Spider-Man auch nicht gekauft. Also bisher habe ich mir kein Spiel für die PS5 gekauft. Ich habe quasi... Das, was ich in die PS5 investiert habe, habe ich mir mittlerweile mit Spielen fast schon wieder rausgeholt. Sonst hätte ich die ganzen Spiele auch nicht. Da bin ich aber auch dankbar für, dass ich die alle nicht kaufen musste, sondern Sony die alle gestellt hat. Und das ist sehr cool. Also Sony und Ubisoft. Ne? Ubisoft hat ja gestern auch noch ein Spiel gestellt. Sonst hätte ich die auch nicht alle. Als ich sie auf der Brücke sah... Hab ich sie kaum erkannt. Wo ist sie denn? Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Sonst hätte ich nur Sackboy gehabt. Hey, Demon's Souls ist bereit zum Spielen. Da ist die Kiste. Kann ich das hier umwerfen? Ist ja kein Sponsoring. Ist alles Bemusterung. Sponsoring wäre toll. Sponsoring wär schön gewesen, wenn die PlayStation dabei gewesen wäre. Aber hey, auch okay. Wir wollen ja nicht zu gierig werden. So, was ist hier? Das sieht ganz schön zwielichtig aus. Die Aktie ging in den Keller. Der gute alte Norm hat's verdient. Stimmt. Und weißt du was? Rock und Zeit haben um einiges besser. Denen ist egal, wohin ihr Zeug geht. Solange es sich verkauft. Das Zeug taugt was, oder? Hab selbst getestet. Du hast Stil. Das wird eine Prügelei, ne? Egal wie ich es mache. Ganz ehrlich, ich konnte nicht widerstehen. Kein Wunder, ich meine Kugeln, die durch Stahl gehen. Und die laden auch echt schnell nach. Roxxon ist echt topmodell. Also, wie viel? Der vereinbart. Mist, das ist Spider-Man! Es ist Spider-Man! Was würde Spidey jetzt Witziges sagen? Ich sollte drei Gegner laufen. Wie soll ich denn hier drei Gegner laufen? Hab in dem anderen Spiel 30 Stunden mit rumspringen verbracht. Gegen ausweichen? Ach ja, anderer Knopf als bei Phoenix Rising. Hab ihn im Visier. Aua, haha, lass den Scheiß. Geschichte. Ha, ich hab mich geheilt und gleichzeitig hat er mich getötet. So ein Mist. Okay, so fängt's an. Ich hab vergessen, wir spielen hier auf schwer, ne? Okay. Schön daran. Die Bodega wurde wohl ausgeraubt. Ich hoffe, ich kann helfen. Okay. Meter weg, ey.
Tricks sind viel zu verlockend. Kann nicht schwingen, ohne Tricks zu machen. Warum ist hier ein Auge? Herausforderung? Nee, ja, die habe ich im alten Spider-Man schon doof gefunden. Hey Leute, heute wird das mal ein bisschen ernster. Wenn ihr beim Angriff des Underground auf Roxxon Plaza verletzt wurdet, körperlich oder seelisch, sucht euch bitte, bitte Hilfe. Auf meinem Blog stehen die zuständigen Stellen. Tim Witzel, ich stelle ein Exposé über den Underground zusammen und brauche eure Hilfe. Wenn ihr Infos habt, könntet ihr uns dabei helfen, ein bisschen Licht in eine Gruppe zu bringen, die es nicht geben sollte. Bis nächstes Mal und passt auf euch auf. Und denkt dran, eure geistige Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche. Bis dann. Ja, Danny-Cast. Wieso hängt er denn jetzt so weird in der Luft? Okay. Hui. Wie es aussieht, läuft gerade ein Waffengeschäft ganz in deiner Nähe ab. Super. Komm raus, Spider-Man. Ich sollte mal bei Gloria Spider-Man. Hey, ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert. Und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Wieso sucht er die Katze, wenn er weiß, dass sie geklaut wurde? Das war weird. Spider-Man. Du hast doch gerade gesagt, die wurden mitgenommen. Oh, guck mal, wie der Anzug glitzert Spider-Man. Und glänzt. Oh, die Reflexionen sind... Oh, das ist... Komm raus. Fucking Raytracing, warum ist sowas so geil? Was wollen die bei einem Umspannwerk? Pass auf! Schlechtes... Hey! Oh, guck mal, wie die Leute sich da drin spiegeln. Warte, steht die Frau da wirklich? Ja, guckst dir an, die steht da halt wirklich und es spiegelt sich da perfekt drin. Das ist so geil. Ah, es ist so gut. Da ist mein Eingang. Fucking Raytracing ist so gut. Ich will eine 3080 haben. Mann, die 2080 kann das auch, aber nicht so gut wie die 3080. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Moment. Hallo? Sie schießen auf Transformatoren? Wieder hoch? Ohne dass die mich sehen? Danke. Es wird für ehrliche Kriminelle immer schwerer, in dieser Stadt was zu reißen. Es wird für ehrliche Kriminelle immer schwerer, was hier zu reißen? Ist da jemand? Oh fuck. Das wollte ich nicht. Habt ihr Theosburg-Digger ausgeraubt? Wo ist Spider-Man? Wo ist Spider-Man? Ich bin ja verrückter, oder? Der Boss hat doch gesagt, wir werden nicht erwischt! Oh Mann, dieser Job ist es echt nicht wert. Hey, habt ihr was gegen Weihnachtsbeleuchtung oder was? Er gehört mir! Versucht doch aufzustehen. Gib ihm! Noch einer? Wie gefällt dir das? Einer! Wo kommt er denn her? Ach, so war der Heilknopf. Jetzt habe ich den Heilknopf vorgefunden. So. Da habe ich vorhin den falschen gedrückt. Dann habe ich den Assassin's Creed Heilknopf gedrückt. Auch gut. Station liefert nur noch 64%. Dabei habe ich das gestern nicht gespielt. Notstrom. Hä, wie kommt man denn? Ach so, okay. Ah, da. Soll ich da? Ja. Gute Idee mit dem Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich
muss Theos Katze finden. Oh, Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzug geschafft. Ich komme, Spider-Man. Halt durch. Dann nennt man seine Katze Spider-Man. So weird. Hallo, nein, du sitzt. Moment, was? L2 und L2. Okay. Spider-Man, warte! Ich glaube, ich weiß, was sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom, keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom abstellen, verhindern wir einen Bankraub? Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Zukunft. Alles hängt von ihnen ab. Okay, okay, Konzentration. Das ist ja nett, dass du hier hinkommst. Boss könnte doch überall hin. Warum unbedingt hier? Sieh dich um. Harlem versinkt im Chaos. Immer noch so schmerzhaft. Der Boss erkennt eine Chance, wenn er da ist Gefahr. Hier auch, da auch. Wie hast du den Job gekriegt? Hab schon mal für ihn gearbeitet. Du? Freund von einem Freund. Was war das denn? Ja, was war das denn? Gefahr, Gefahr. Vorsicht, immer noch. Hier ist genug Strom, um sich wie eine Auster zu frittieren, wenn du nicht aufpasst. Auster? Ja. Frittieren? Wer frittiert denn Austern? Was? Eso me gustó. Leute frittieren Austern. Das ist verdammt lecker. Ja, klar. Frittieren Austern frittieren? Das eine an. Ist es besser, als Raubkopien zu verticken. Ist immer noch super, wie die da hängen. Hi. Dass der mich nicht sieht, ne? Der neue Spider-Man hat Strom in den Fingern. Gehst du auch nochmal weg, oder? Wie sieht's aus? Eine Ratte? Ja. Eine Ratte. Geh mal aus dem Sichtfeld von dem anderen raus. Austern frittieren. Ich finde ja Austern an sich schon ekelhaft. Bin ich der nächste Fisk. Ihr werdet schon sehen. Der nächste Fisk. Dass ihr euch gegenseitig seht, ist unangenehm. Was war das denn? Ja, was war das denn? Kannst du noch... Ah, jetzt bist du sicher? Cool. Du jetzt auch? Nee, du bist von dem gesehen, glaube ich. Das ist ja unangenehm. Ah, nee, jetzt bist du sicher. Nein, jetzt sieht es! Das ist dein Ende! Hi! Wurden offenbar angeheuert. Hast du eine Idee? Leistung ist auf Null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay. Lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Wo denn? Mach ich. Spider-Man. Spider-Man. Mann, wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Ich dachte, das wird ein schneller Plünderer-Ausflug hier und jetzt sowas. Hast du den Notstrom angemacht? Echt? Du? Ja, vielleicht einer der Arbeiter hier. Halt die Augen auf. Das war's. Der wird gesehen von dem, der ist safe. Warum macht ihr das weiter? Um ganz sicher zu sein. Aua. Das ist so schmerzhaft. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Das stimmt. Hä, wer sieht dich denn? Der da. Zahnarzt werden soll. Gerade war er safe. Wenn wir Anteil haben, kannst du dir den Abschluss doch kaufen. Ja, den sieht doch keiner. Mein Magen knurrt. Ich hätte was mitbringen sollen. Achso, er ist da hingelaufen. Belastend. Gerade war noch sicher. Siesta-Zeit.
Diese Stadt ist ein Müllhaufen. Hm. Aber sie ist mein Müllhaufen. Ist sie das? Ey, das habe ich beim ersten Spider-Man mich schon gefragt. Da gab es eine Mission, da hingen 100 Leute an der Decke. 2 Meter Abstand von der Decke hingen da irgendwie 1000 Leute an der Decke runter. Und es hat keinen gejuckt. Das verstehe ich. Das habe ich im ersten Spider-Man schon nicht verstanden. Ich muss die Backup-Systeme finden. Warum machen die ja auch Geräusche? Du kriegst die ja nicht stumm. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Ist das fürs Gameplay? Ist es klar. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Trotzdem unlogisch. Ich hätte was mitbringen sollen. Ach. Ey, der war eine Sekunde sicher. Ah, nee, doch. Okay, hat geklappt. Alles gut. Nein. Hoch. Wer auch immer das geplant hat, scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Muss um den anderen gehen. So viele Feinde. Wieso ist denn der runtergesprungen? Immer optimistisch. Ich hasse den Winter in New York. Keiner gemerkt. Alles cool. Alles safe. Ausgemacht. Warum hört auch keiner, wie der Kopf gegen die Metallträger klatscht oder so? Alles safe. Eines Tages bin ich der nächste Fisk. Ihr werdet schon sehen. Spider-Man, Scheiße! Fuck. Jetzt ist er. Wieso springt er denn von der Kante so runter? Ist egal. Verprügeln wir die halt. Mal sehen, ob du kämpfen kannst. Sag Spaghetti. Ich schlag dir den Schädel ein. Ey. Wieso visierst du den nicht an, den Sack? Ach, jetzt ist aber gut. Sag Spaghetti. Dümmster Kampfschrei EU-West. Weiter mit dem Schalten. Nicht gut. Es liegt kein Strom an. Ach. Ein Generator. Ist ja fast so, als müssten wir wieder Strom anmachen. Da oben. Na also. Der Generator ist an, aber wohl nicht verbunden. Was? Das auch noch. Ach. Verbindung steht. Gut, dass ich das nicht vergessen habe. Der Strom ist umgeleitet. Jetzt den Schalter umlegen. Kätzchen! Kätzchen, alles okay. Spider-Man? Hat mal den Rucksack gestellt. Weißt du nicht, wie wichtig der Canyon-Lernprozess ist? Mal sehen, ob du kämpfen kannst. Aua! Aua! Er gehört mir! Nee, ich höre gar keinen. Oh, ist gut jetzt! Alter, hat der Wumms drauf. Okay, der Alter. Der macht 2 Hits und ich bin down. Alles klar. Wie ging das anvisieren nochmal in den Spiel? Ging das? Schlechter Tag, um sich mit uns anzulegen. Alter. 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 Okay, Moment. 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 Ah. Man konnte anvisieren in dem Spiel, oder?
Weißt du nicht, wie wichtig der Kennenlernprozess ist? Wenn du rot siehst, ausweichen. Guter Tipp. Wusste ich noch nicht. Danke. Ist ja nicht so, dass du die alle zwei Sekunden rot siehst. Und es den Dicken nicht juckt, wenn du den haust. Ich muss denen die Pistolen wegnehmen. Die Typen, die schießen, sind die schlimmsten in dem Spiel. Weißt du nicht, wie wichtig der Canyon-Lernprozess ist? Aber. Sagt mir, wer den Überfall geplant hat und gebt mir die Katze. Dann lass ich euch gehen. Deal? Oh nein! Lass die nicht entkommen! Im Ernst, sagt mir einfach, wer euer Boss ist. Ich krieg's eh irgendwann raus. Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Er ist 10-mal schlimmer. Du bist tot. Kopf hoch! Gib's ihm! Was soll das heißen? Er ist schlimmer. Ich wisch gerade den Boden mit euch. Tötest niemanden! Der Boss? Nein, ich wollte dich hier! Du bist erledigt! Was Mr. Pistol Guy hier? Na den! Nee, lass mal. Lass mal. Ach, da ist noch einer mit einer Pistole. Gib mir die. Jetzt aber schnell! Ich mach. Schnauze voll hier. Kann den Dicken gerade nicht finishen. Komm her. Außerdem sind da zwei. Der gehört mir. Jetzt hab ich dich, Kleiner. Siehst du? Ich weiß nicht, woher die Knarren immer. Ich meine, die liegen ja wahrscheinlich noch auf dem Boden. Mal kurz hoch, warte. Hier oben ist keiner mehr, ne? Okay. Okay, okay. Mach die jetzt. Oh Gott. Schießen die jetzt auch? Zu langsam, Kleiner. Aua. Ich hab ihn eh nie gemacht. Einer ist weg. Aua! Oh nein! Oh lol! Oh! Schießt auf. Jetzt bist du dran. Bleib da liegen. Alter. Auf zum Schalter. Jetzt aber wirklich. Wollen wir mal reintreten? Oh. Oh. Finden wir hier Spider-Man. Die Katze will ich sehen, die im Rucksack bleibt. Hä, darf ich die behalten? Hä, wie cool ist die? Die guckt da raus. Hey Mann! Strom läuft wieder, Banküberfall gestoppt, Spider-Man-Katze gerettet. Ganz normaler Tag. Ich
poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSDN-App. Vielleicht sind wer die sind. Ich melde mich. Nicht so ein Salto. Ah ne, schade. Hey, na? Die kennen wir doch. Ich hab ne Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spider-Man! Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich... Er hat da sogar so ein Kissen an der Theke, voll süß. Oh ja, hat er. Oh ja, hat er. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Klar. Können wir Spider-Man bitte nicht mit SM abkürzen? Das klingt falsch. Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann. Also, steckt ein U-Bahn-Fahrer unter dieser Maske? Na schön. Hey, Kleiner! Lass dich nicht unterkriegen. Deine Karte hat recht. Kennys Straße. Die Brücke war nicht deine Schuld. Und Leute, oh, hey! Spider-Man! Wow! Ey! Das ist echt cool. Pandemie ist hier anscheinend nicht. Okay. Bei Watch Dogs ist das ja richtig krass. Bei Watch Dogs gibt es Covid. Zu aktuell, Ubisoft. Zu aktuell. Hast du eine Maske auf? Stimmt, Freunde, unten Anzug. Heute muss ich den enttäuschten Vater spielen. Nicht wegen Jared. Der schlägt sich zur Abwechslung mal ganz gut. Nein, ich bin enttäuscht, dass einige von ihnen sich einmal mehr... Ein Fensterputzer sitzt am Hochhaus fest. Scheiß auf sein scheiß Radio, der geht in einen auf diese Eier. Himmel. Seid ihr illegal auf diesem Dach, Kinder? Hm? Ich hab das mal nicht gesehen. Es gibt Covid in Watch Dogs, wo, wann, wie? Ja, also safe. Also es gibt in Watch Dogs Logs. Und da ist dann von Covid die Rede. Also, das Universum, in dem Watch Dogs spielt, Was, Watch Dogs? Ja, Watch. Es war ein Ubisoft-Game auf jeden Fall. Da ist der Mann, gestrandeter Putzer.